Es gibt ein Land, in dem die Stimmung so stark steigt wie seit der Wahl eines Präsidenten 1992 nicht mehr. Das betrifft Firmen, das betrifft die Konsumenten. Man ist extrem optimistisch, erwartet, dass die Bäume in den Himmel wachsen. Und es gibt ein anderes Land, in dem wollen 40% der Firmen, wie eine Umfrage gezeigt hat, im nächsten Jahr Leute entlassen. Jetzt dürfen Sie dreimal raten, welches Land welches ist. Natürlich in den USA diese totale Euphorie nach dem Trump-Sieg, nach den gestrigen Inflationsdaten, die heiß waren, aber hätte ja schlimmer kommen können. Also sehen wir, dass die Wall Street auf neue Allzeithochs gestiegen ist, sind vor allem die Tech-Werte massiv gestiegen. Wir haben jetzt hier Situationen, die so extrem sind, dass das nicht gut gehen kann und gut gehen wird. Das heißt, man bildet hier eine massive Blase aus auf der einen Seite in diesem einen Land und im anderen Land, da haben wir eine Blase im Kopf und die ist geplatzt. Und dementsprechend sehen wir jetzt die Konsequenzen. Wir bekommen die Quittung für eine Fehlentwicklung, die immer klarer wird. Und wahrscheinlich wird das Ganze ein Weiter-so dann bekommen nach der Wahl in diesem anderen Land, das den Namen Deutschland trägt und bald Neuwahlen hat. Also wir schauen uns die Dinge mal an. Sie sind wirklich extrem. Sie sind gleichzeitig interessant, weil sie natürlich eine Botschaft enthalten. Wir starten zunächst mal mit der Botschaft der gestrigen Inflationsdaten aus den USA. Heiß, aber hier eine Investmentbank hier für institutionelle Kunden, die ich hier mal zitiere, ja, hätte schlimmer kommen können. Man hat befürchtet, dass die Zahl der Inflation höher ausfallen wird und deswegen ist das positiv. Sehen wir eine positive Marktreaktion gestern. Dementsprechend die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen nächste Woche nochmal sinken, extrem hoch. Aber hier wird eben auch gesagt, ja, also die Fed wird dann deutlich vorsichtiger werden. Wir bekommen heute ja nochmal die Erzeugerpreise. Das wird auch nochmal interessant aus den USA. Also totale Euphorie, aber wir sollten uns eines klar machen. Hier sehen wir mal, dass der durchschnittliche Paycheck der Amerikaner, und die Amerikaner bekommen wöchentlich ihren Lohn, nicht wie in Deutschland monatlich, der beträgt jetzt $1221. Im Januar 2021 war das deutlich weniger, waren das knappe $200 weniger. Das heißt, die Amerikaner verdienen jetzt wöchentlich $200 mehr als im Januar 2021. Das Blöde ist nur, dass sie sich dafür weniger kaufen können, trotzdem sie mehr verdienen. Hier sehen wir das mal. Sie können jetzt $176 weniger dafür kaufen, weil schlichtweg die Preise gestiegen sind. Hier sehen wir mal einige Preise, die geradezu explodiert sind. Hier ein bisschen zu klein geraten. Rechts oben sehen Sie in dieser Grafik, wie sehr jetzt die Inflationserwartungen nach oben schießen, aufgrund der Erwartung der Amerikaner, dass die Zölle steigen. Also wir sehen, dass diese Inflation, diese Teuerung, diese kumulierte Teuerung natürlich richtig wehtut, aber andere profitieren. Wir sehen hier alleine gestern sind knapp $500 Milliarden bei 8 Firmen dazu gekommen, eben diese großen Tech-Werte. Alphabet ist ja dieser Hype um diesen Chip, der allerdings respektive Quantencomputer-Geschichten, die wahrscheinlich erstmal in der Realität keine Rolle spielen werden, kurzfristig. Nvidia, Amazon, wie sie alle heißen, Apple, all das an einem Tag, 500 Milliarden, da gibt es viele Länder auf der Welt. Ich würde sogar sagen, mehr als 50% der Länder auf der Welt haben kein BIP von $500 Milliarden pro Tag, aber pro Jahr, also das mal in Relation zu setzen. Aber jetzt gucken wir uns auch mal die Relation zum Aktienmarkt an in den USA. Seit dem vierten Quartal 2022 ist die Bewertung oder die Marktkapitalisierung der US-Aktienmärkte von 40 Billionen auf jetzt 62 Billionen gestiegen, also $22 Billionen mehr. Jetzt gucken wir uns mal die Gewinne der Unternehmen an und dann sehen wir, ja, ein bisschen sind die gestiegen, aber ungefähr so, jedenfalls nicht um eine Zahl, die diese massive Aufwertung, massive Bewertungsaufschlag irgendwie auch nur rechtfertigen könnte. Und so sehen wir, dass wir das erste Mal laut GAAP Earnings, und die Firmen in den USA berichten ja meist Non-GAAP, also ein bisschen laxere Bilanzierungsvorschriften, da kannst du ein bisschen mehr tricksen, aber GAAP werden wir jetzt das erste Mal in History bei 30, wie Sven Henrik hier zeigt. Und das alles unter dem geringsten Volumen, das wir an einem Handelstag hatten seit Jahrzehnten. Wir haben gestern sage und schreibe 22,6 Millionen SPY-Kontrakte gehandelt.
SPY das maßgebliche ETF auf den S&P 500. Das ist das niedrigste Volumen im Jahr 2024, trotz der Inflationsdaten gestern. Das niedrigste Volumen, das jemals in einem vollen Handelstag im Dezember verzeichnet wurde, seit 1999. Und das passiert, wenn natürlich nur einige wenige Aktien gehandelt werden und der Rest nicht. Und diese wenigen sind diese Tech-Aktien, Megatech, Fang Plus. Hier sehen wir ein ähnliches Muster wie damals im Juli, so eine Art Feedback-Loop. Also es ist dieser totale Hype um einige wenige Aktien. Und so sehen wir jetzt, dass die Bewertungen auf ein neues Allzeithoch gestiegen sind und auch die Dotcom-Blase jetzt hinter sich gelassen haben. Da kann man nur herzlich applaudieren. Lieber Amerikaner, macht er weiter so. Es gilt natürlich auch hier die Schwerkraft. Und was hochsteigt, tendiert dann dazu, auch ein bisschen hart an der Realität aufzuprallen, wenn es bergab geht. Wir sehen hier unten übrigens die verschiedenen Märkte. Da sehen wir, Dow Jones und so läuft gar nicht so richtig gut. Auch die Nebenwerte im Russell, was sehr gut läuft, hier vor allem in der Mitte der unteren Grafik oben, das sind die Nasdaq-Werte. Das wird nicht mehr allzu lange so gehen, zumal wir gestern die beste 8-Tages-Rallye, 9-Tages-Rallye haben von Growth zu Value in den letzten 23 Jahren. Und jetzt kommt ja eigentlich die Santa Claus Rallye. Also normal wird das Bild ja dann ab Mitte Dezember bullish, dann kommt die Weihnachtsrallye, dann wird alles schick, diesmal auch. Wir sehen aber, für die meisten Aktien gilt das nicht. Wir sehen, dass obwohl der Index und die Indizes weiter steigen, immer weniger Aktien über gleitenden Durchschnitten handeln, etwa über dem 50er oder über dem 200er Durchschnitt. Das heißt, die Marktbreite ist so derartig miserabel, dass es kracht. Wir sehen, dass jetzt nur 32% der Aktien im S&P 500 den Index outperformen. Das hatten wir zuletzt 1998, 99, also als wir auf den Hochpunkt der Dotcom-Blase zusteuerten. Und jetzt sind wir wahrscheinlich auch am Zusteuern auf den Hochpunkt der KI-Blase, allgemeinen Bewertungsblase, die Finanzkonditionen so locker wie seit einem Jahr nicht mehr, die Volatilität an den Anleihenmärkten, die gemessen wird im MOVE-Index, auf dem tiefsten Stand seit Januar 2022. Große Geldverwalter haben 11% Cash mit die niedrigste Quote in Jahren und es steigen die Kursziele, meine Damen und Herren. Letztes Jahr hatte JP Morgan und Morgan Stanley hatten die Kursziele für Ende 2024 von 4.200 oder 4.500 Punkten. Das ist jetzt 31 respektive 26% unter dem aktuellen Niveau. Jetzt sehen wir hier mal die Kursziele, die ich Ihnen hier rauskopiert habe aus Bloomberg. Da schwanken wir zwischen 7.100 und einer sagt, was ist das hier, 4.000 und ein paar zerquetschte. Peter Bergin, das ist lustig, aber vielleicht hat der Mann eben auch recht. Alle total bullish, ansonsten die niedrigste Schätzung bei 6.000, die Konsensschätzung so 6.700 im Schnitt, also ein Gewinn von 8-9%, so wie immer. Heute wird Seth Donald die Glocke läuten. An der Wall Street, na wow, blim blim. Und der Mann ist natürlich gut drauf. Dogecoin seit der Wahl 142%, MicroStrategy 81%, Tesla 69%, Bitcoin 45%, Banken 9,7% und so weiter und so fort. Dollar gestiegen. S&P 5%, internationale Aktien praktisch wenig verändert, leicht negativ, Gold leicht negativ, Öl, China, Pfizer, Moderna, Volatility 34% gefallen, also das ist die Bilanz. Jetzt ist Seth Donald bei Time Person of the Year gewählt worden und ob man ihn mag oder nicht mag, ich glaube, das ist natürlich verdient in irgendeiner Form, denn es wird wohl über keinen anderen Menschen auf der Welt so viel gesprochen wie über ihn, das Attentat, dann diese Wahl, jetzt die Präsidentschaft, die kommt, die Hölle. Das sind die großen Themen. Jetzt hat der Donald Xi Jinping eingeladen zu seiner Amtseinführung. Der wird wahrscheinlich sagen, Donald, lass mal, okay, ich bereite mich darauf vor, wie wir euch hier Gegenschläge verabreichen können. Wäre lustig, schreibt hier Michael Gayet, wenn am Tag, wo Trump die Glocke an der Wall Street läutet, wenn da das Hoch, das Top erreicht würde und es dann bergab ginge. Wir werden sehen. Jedenfalls einer, der von Trump natürlich profitiert, von dem Sieg, ist Elon, wie gesagt 64% seit der Wahl die Aktie gestiegen. Damit hat Elon Musk ein Vermögen von 400 Milliarden Dollar.
Das ist mehr als die folgenden Unternehmen wert sind: Volkswagen, BMW, Mercedes, also die gesamte deutsche Autoindustrie, Deutsche Post, Infineon, Lufthansa, Deutsche Bank, Vonovia, Bayer und Adidas. Geld, die könnte der Mann kaufen, wenn er wollte, nicht wahr? Jetzt ist Elon Musk ein Warren Buffett reicher als Jeff Bezos von Amazon. Also der Unterschied zwischen Musk und Jeff Bezos ist jetzt in einer Einheit Warren Buffett gemessen worden. Wenn Tesla noch 7% steigt, dann wäre man mehr wert als alle Autofirmen zusammen. Dabei hat man einen Marktanteil von 2%. Okay, ein Kursgewinnverhältnis von 115, KGV 115, kaufen, kaufen, kaufen. Umsatzsteigerung in diesem Jahr dürfte so knapp über 1% sein bei Tesla, aber im Grunde stagniert auch das seit Jahren. Tesla ist keine Aktie mehr im herkömmlichen Sinne, die in irgendeiner Form messbar zu sein scheint an Autoverkäufen, an Fundamentaldaten, sondern es ist eine rein politische Aktie jetzt geworden. Wie viel Einfluss wird Musk haben können? Das Risiko besteht darin, wenn es kracht zwischen Donald Trump und Musk, und früher oder später wird das passieren, denke ich, dann wird diese Aktie abstürzen. Wir haben gestern diese Rallye gesehen, vor allem beim Nasdaq, aber auch S&P gestiegen, etc., etc., aber wir haben dann auch gesehen, dass der Dollar gestiegen ist. Der Dollar ist nicht Konfetti, der ist gestiegen, und wir sehen auf der anderen Seite, dass auch TNX, also die Anleiherenditen, gestiegen sind. Erstaunlich, wir haben ja mal ja das Muster S&P rauf, dann Anleiherenditen Dollar runter und umgekehrt. Also gestern haben wir wieder dieses Muster gesehen, und ich bin gespannt, wie krass die Geschichte noch werden kann. Wir haben noch ein bisschen Luft, die Dinge werden immer extremer und werden sich dann entladen, wahrscheinlich erst im Januar, weil bis Ende des Jahres will man seine Boni nicht irgendwie riskieren, oder man wartet auf die Fed. Die wird die Zinsen senken, aber dann vielleicht die Botschaft auch nächste Woche geben: Ah, das war's, Kinder. Jetzt werden wir erstmal die Füße stillhalten. Wir werden sehen. Jetzt kommen wir nochmal in dieses glorreiche Land, das es schafft, den zweithöchsten CO2-Ausstoß in Europa zu haben, aber sehr grün ist. Nicht wahr? Wir schalten deswegen alles ab, was uns nicht passt, fahren Kohle rauf, weil wir das abschalten, was wir aus ideologischen Gründen ablehnen, nämlich Atomkraftwerke, wo ja der Müll ein Problem ist, keine Frage, aber der wird immer weniger. Die Brennelemente, die Brennstäbe sind viel besser, effektiver geworden. Das ist schon eine Verbesserung. Kein Wunder, dass praktisch die gesamte Restwelt eben auf Atomkraftwerke setzt. Wir nicht, und die Konsequenz ist eben hoher CO2-Ausstoß. Und jetzt sehen wir eben diese massiv gestiegenen Preise. Ich hatte das gestern thematisiert im Video. Besonders kurzfristige Stromlieferungen, wer da darauf angewiesen ist, der hatte Preise von 1000 Euro bezahlt. Einige Marktteilnehmer zahlten am Mittwochabend sogar bis zu 2500 Euro, um sich kurzfristig noch Strom zu sichern. Also das geht ziemlich krass zur Sache. Jetzt sehen wir die Headline heute Morgen von Bloomberg: Französische Atomkraftanlagen mit dem höchsten Output seit Februar 2020, also die Franzosen feuern alles rein in ihre Atomkraftwerke, damit wir dann mit unserem Föhn unsere Windkraftanlagen versuchen können anzutreiben in der Dunkelflaute. Das ist wirklich lustig. Dunkelflaute, ja inzwischen ein geflügeltes Wort, auch im angelsächsischen Bereich. Robert Habeck hat ja in ein Konzept geschrieben, das heißt Strommarktdesign der Zukunft. Da schreibt er, das Stromsystem geht von inflexibler Nachfrage und so weiter in eine flexible Nachfrage, da variable Erzeugung folgt. Das heißt nichts anderes, als dass Strom primär nur dann verbraucht wird, wenn er zur Verfügung steht. Also da sagt uns einer: Kinder, wir machen das mal wie in der DDR, war, wenn es keine Schuhe nicht gibt, dann gibt es keine Schuhe, ist halt so, ja, irgendwann gibt es wieder Schuhe, dann könnt ihr Schuhe kaufen, ja, nur ist das Blöde halt, dass es hier um Strom geht, und Strom brauchst du halt, das ist ein bisschen doof. Also wir sehen, das ist hier so irre, dass du dir eigentlich nur an den Kopf fassen kannst. Flexible Stromgeschichten, der Mann hat noch nie in der Wirtschaft gearbeitet, der ist vielleicht flexibel im Kopf, aber nicht flexibel in Sachen Erfahrung. Und jetzt sollen 12 Milliarden Euro werden in deutsche Firmen fließen, die wahrscheinlich ohnehin so dem Untergang geweiht sind, weil diese
Konzepte am Markt nicht funktionieren. David Bowie hat mal gesagt, Politikern zu applaudieren, weil sie mit öffentlichen Geldern irgendwelche Geschichten machen, ist dasselbe, als wenn man einem Geldautomaten applaudiert, weil er einem das Geld auszahlt. Also der gibt unser Geld aus, um seine ideologischen Projekte durchzuführen, das Geld der Kassiererin im Supermarkt, um irgendwelche Leute, die davon profitieren, noch reicher zu machen. Herzlichen Glückwunsch, das nennt man Gerechtigkeit und das Ganze wird noch ein bisschen teurer. Wir sehen jetzt, dass weitere Investitionen von 650 Milliarden Euro notwendig sein werden, die in das Stromnetz fließen. Das sind etwa 3.900 Kugeln Eis pro Bundesbürger, Herr Trittin. Also diese Kugel Eis, die ist wirklich spektakulär, könnte man sagen, hyperinflationäre Eis. Kugelentwicklung, was die Preise betrifft. Also es ist so unglaublich und übrigens auch interessant, dass Windkraftanlagen, wenn sie keinen Wind produzieren, also praktisch abgeschaltet sind, weil es zu viel Wind gibt oder zu wenig Wind gibt, je nachdem, dann verbrauchen die trotzdem hohe Strommengen. Warum? Weil eben das ganze technische Standby-Modus aufrechterhalten werden muss, weil Betriebsstoffe gekühlt werden müssen. Also das ist eine Hightech-Anlage, die kannst du nicht einfach komplett abschalten, wenn kein Wind weht, sondern die läuft weiter sozusagen im Standby-Betrieb, braucht dafür relativ hohen Strom. Wir haben ca. 30.000 Windkraftanlagen, das sind 1,5 Terawatt, also das ist nicht so schlecht. Und das heißt, diese Windkraftanlagen, das wissen wahrscheinlich die wenigsten, die werden, ich wusste es auch nicht vorher, die werden ein weiterer Belastungsfaktor, wenn sie nicht liefern. Es ist wirklich irre und die Folgen, ja, in der Autoindustrie sehen wir das, die macht eigene Fehler, gar keine Frage, aber der wurde natürlich gesagt, du darfst nur Elektroautos bauen, sonst zahlst du Strafe, sonst du böse. Jetzt sehen wir, dass auch bei Mercedes die Dinge eng werden, 20.000 Jobs gefährdet, auch der Vorstandsvorsitzende gefährdet. Ich hatte hier diese Umfrage schon der IA gezeigt gestern, dass 40% der deutschen Unternehmen planen, Mitarbeiter nächstes Jahr zu entlassen. Und der Wirtschaftsminister Habeck plädiert für zusätzliche Anreize, um den Kauf von E-Autos attraktiver zu machen. Was am Markt nicht funktioniert, musst du subventionieren. Das ist das Spiel von Dingen, wenn man dem Markt nicht vertraut und eine Ideologie hat, die dem Markt sagt, wo es lang gehen soll, dann subventionierst du, dann hast du Folgewirkungen, musst weiter subventionieren. Praktisch diese Interventionsspirale, die hier immer passiert, genauso wie jetzt Scholz das macht. Scholz will nämlich ja die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel senken. Das bedeutet, dass hier praktisch Scholz Wähler für 2 Cent kaufen will. Das sind 2 Cent, die diese Wähler übrigens dann selbst bezahlen. Er glaubt, die sind so blöd, dass sie das nicht durchschauen. Vielleicht durchschaut er selber nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es viele nicht durchschauen. Vielleicht hat er recht, heißt es hier. Ein Liter Milch etwa würde nämlich 2 Cent weniger kosten, wenn dem so wäre. Wir sehen übrigens heute bei den Erzeugerpreisen aus Deutschland, dass Agrarprodukte wie Milch deutlich steigen. Das heißt, die Preise steigen dann wird diese Mehrwertsteuersenkung kommen. Letztendlich ist der Preis derselbe, nur es machen sich andere die Taschen voll. Es ist großartig, all das in einem Umfeld, wo heute ja die EZB die Zinsen senken wird und auch in einer ziemlich miserablen Situation ist. Denn woanders dürfte die Inflation steigen. Auch in Deutschland wird die Inflation steigen wegen CO2-Abgaben, die steigen werden etc. Also das wird natürlich eine interessante Geschichte, was uns Madame Lagarde da erzählen wird. Noch interessanter aber sicherlich das, was Markus Miller mir erzählen wird. Ich habe gestern mit ihm telefoniert, haben mal das heutige Interview vorbesprochen, was wollen wir da machen, was wollen wir fragen, welche Themen wollen wir haben, und da hat er wirklich einen rausgehauen. Ich war nach dem Telefonat wirklich sehr amüsiert. Das wird lustig. Heute Abend letzter Aufruf, jetzt 19 Uhr, einfach per E-Mail anmelden, das erreicht, dann kriegen Sie den Link zugeschickt und können das eben ab 19 Uhr heute gucken. Ich kann geradezu versprechen, dass sich das lohnen wird. Der Link unter dem Video jetzt. Sag ich erst einmal Servus, ciao.